Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Das ist das nächste Outfit, was die Annika rausgesucht hat. Diesen Pullover und die Doc Martens mit der Jeans. Und es ist mehr als passend für dieses schmusige Wetter. Wir treffen uns jetzt zum zweiten Frühstück mit meinem Papa. Und ich denke jetzt endlich mal dran, dieses Buch mitzunehmen von dem GDT Foto Festival, was ich da gekauft habe. Da sind alle Gewinnerfotos drin oder eigentlich sogar alle Teilnehmerfotos, wenn ich mich nicht täusche. So, täglich grüßt das Murmeltier. Zum Westturm gefahren, in der Hoffnung, dass wir vielleicht mal hoch dürfen, Ausblick genießen. Lass mal gucken, wie kommt hier gerade mein Rad abhanden. Ha? So, hier sind wir am Westturm. Puh. Also, wir haben die Genehmigung, wir haben den Schlüssel. Passierschein. Also, und jetzt dürfen wir nach oben, wir mussten uns in eine Liste eintragen. Das ist jetzt dein erstes Mal oben, oder? Ja. Ich habe leider vergessen zu fragen, wie viele Stufen. Aber viele. Setz deine Runde. Oh, furchtbar. Scheiße, wir müssen mit dir. Ich kann nur die Leute umlegen, dass die Leute es schaffen schneller. Ach Gott. Ja, aber jetzt kommt der erste Turm. Du musst absperren, dann. Ja? Du musst dann absperren. Also, willkommen im Westturm. Vorsicht, Stüfchen. Fieses Stüfchen. Lauf nur weiter. Ach ja. Oh Gott. Jetzt sind wir schon ganz im Turm. Um uns herum die Wände. Sind fast in der Spitze. Sind schon fast in der Spitze. Jetzt passe ich langsam immer durch. Mit meiner Tasche. Ah. Hast du die Drohne mitgenommen? Ja, hätte ich sie stehen lassen sollen? Ja, oh Gott. Oh Gott. Puh. Oh, geschafft. Puh. Klappe zu. Affe tot. Puh. Willkommen in der Spitze des Westturms. Ja, irgendwie ein bisschen zu, alles. Ja, Fenster gehen nicht auf. Ja, und Blicke sind zu. Ja gut, das ist halt nun mal so bei der Gischt. So, genießt den Ausblick. Das hier ist das Westende der Insel. Machen noch eben unsere obligatorischen Fotos. Hier führt der Deich Richtung Dorf. Da hinten ist das Dorf. Eigentlich ist das Dorf echt nicht groß. So. Dann dieses Mal ab, ne?
Haben wir alles? Ja. Ja. Okay. Haben wir vor das Mountain in alle Himmelsrichtungen? Ja. Oh Gott. Ciao. So, der Sinn vom Westturm ist, dass es ein Leuchtturm ist. Nein. Doch, natürlich ist es ein Leuchtturm. Wie hat es dir gefallen? Gut. Und, was hast du vorhin noch gesagt? Dass dir der alte Leuchtturm besser gefällt, weil? Der mal raus kann. Weil man da raus kann, genau. Und beim Westturm kann man nicht raus. Ich bin hier übrigens zweilagig unterwegs. Ich habe ein Stirnband und eine Mütze, weil ich sehr empfindliche Ohren habe. Und ich bin nulllagig unterwegs. Und du bist was? Nulllagig. Naja, nulllagig jetzt nicht, aber... Ach, da kommt jemand dran, Vater kann. Langsam. Langsam kennst du nicht, ne? Langsam essen geht nicht. Langsam. It's going down now. Been at it for a while, and I have had enough of this. I doubt that we can solve it. Been trying for so long, and I just can't ignore that it won't ever be the same. No, we will never be that good again. Don't drag it out, skip the innocence. Angekommen beim letzten befestigten Punkt des Ostendes der Akropolis, die ist hinter mir, die seht ihr jetzt noch nicht. Jetzt warten wir mal gerade auf meinen Vater, der hoffentlich jetzt dann noch auftaucht. Irgendwie kommt er noch nicht. Na, da kommt er ja. Da hinten kämpft er sich durch mit seinem E-Bike. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera erkennen könnt, aber da hinten, das müsste Wilhelmshaven sein. Die Kräne kann man da erkennen. Da, Moment, da sind die Kräne von Wilhelmshaven ganz weit in der Ferne. Die letzten Meter zur Akropolis. Da ist sie. Der beste Ausblick am Ostende. Und was liegt davor? Ein toter Vogel. So, hier ist sie. Unsere Akropolis. Ah. Noch haben wir sie für uns, gleich kommen die anderen Touris. Ah, sehr schön. So, ich glaube, ein kleiner jemand, komm, darf jetzt mal ein bisschen flitzen am Strand. Do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry. Everything's the same. We'll try tonight. But this time we're not safe and sound. Not safe and sound. What if I'm not good for you? What if you're not good for me? Yeah. What if I'm not good for you? What if you're not good for me? Yeah.
back, we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight. But this time we're not safe and sound. Not safe and sound. What if I'm no good for you? Wir haben jetzt so richtig hier mal den Osten genossen. Es ist fast windstill, die Sonne scheint, der Himmel ist schön bewölkt, der Hund hat seinen Spaß und ist geflitzt, die Sonne wärmt unser Gesicht. Es ist echt der perfekte Tag heute. Hätte man gar nicht gedacht, dass man Ende Oktober nochmal so ein tolles Wetter gekriegt hier auf der Insel, oder? Mhm. Unglaublich. Und der Hund hat sich ausgiebig gewälzt im Sand und in Federn und toten Tieren wahrscheinlich. Seehunden. Toten Seehunden. Ja, der Hund hat seinen Spaß. Ja. Magst du Stöckchen werfen? Stöckchen. Nee, oder? Das ist zu groß. So, wir sind wieder zurück in der Wohnung. Es gibt jetzt ein sehr spätes Mittagessen. Es ist nämlich schon 3:15, aber irgendeine Kleinigkeit wollten wir noch vom Abendessen. Deswegen haben wir gerade Suppe mitgenommen im Supermarkt. Und während ich den Hund auf dem Balkon einmal das Fell durchgebürstet habe, hat der Max jetzt eine Suppe gekocht und einen Kaffee. Und jetzt gibt es ein sehr spätes Mittagessen. Und danach muss ich dringend mal schneiden, weil Vlogmember-Videos schneiden sich nicht von alleine. Wir müssen noch zu meinem Vater fahren. Der braucht IT-Support. Und dann müssen wir noch zu einer Bekannten von meinem Vater fahren. Die braucht TV-Support. Oder so. Der Fernseher geht nicht, keine Ahnung. Mal gucken. Unsere Lust hält sich in Grenzen, aber danach gehen wir Abendessen. Also das ist unsere Motivation im Moment. Bei wem ist das auch so, dass man immer, wenn man seine Eltern irgendwie mal länger nicht sieht und das erste so machen muss, ist immer die Technik wieder in Ordnung bringen. Sei es Fernseh, Handy, Laptop, egal was. And in a room full of people, we lost our sight. We're only us and no others, only us. But as we dove in deep, the water. Hello, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück in der Wohnung. Inzwischen waren wir bei meinem Papa, haben das E-Mail-Programm wieder freigeschaltet mit Hilfe des Kundenservice nach dem Hackangriff und haben nochmal eine Weiterleitung wieder rausgelöscht, die tatsächlich noch drin war. Dann waren wir bei der Bekannten von meinem Papa und mein Mann hat den Fernseher dort wieder in Gang gebracht. Und lustigerweise kamen wir bei einem Haus vorbei, was mein Papa 1969 gebaut hat. Und das steht immer noch und da war er jetzt schon länger nicht mehr und da hat er ein bisschen was zu erzählt. Mein Erstlingswerk. Aber echt so Stein auf Stein. Und wie lang hat der Bau gedauert? Also das wollte ich sagen, wir sind am 20. Januar hier angefangen. Hm? Mit dem Ausheben. Hm. Am 20. Juni hatten wir die ersten festen Gäste angenommen. Ja. Und die kamen in diese obere Wohnung und ich habe mit Familie unten im Keller, also im Souterrain, gewohnt. Und dann den ersten Sommer haben wir mit Flachdach und erst im nächsten Winter, Herbst habe ich dann das Dach oben drauf. Also den ersten Sommer haben wir mit Flachdach gearbeitet. Hm. Aber es ist ein relativ hohes Haus hier fürs Dorf, ne? Damals natürlich im Nachhinein Ärger verursacht, aber es gab einen Bebauungsplan, es gab diese Grundstücksbreite, es gab einen Grenzabstand, 3 Meter, und es gab die Dachneigung. Und wenn ich jetzt hier auf 3 Meter rangegangen wäre und hätte die Dachneigung ausgenutzt mit maximal 55 Grad, sind das, ne? Ich glaube 2-3 Meter höher gekommen. Ja, und jetzt sind wir wieder zu Hause, frisch geduscht. Wir waren noch essen und zwar wieder in der Bühne 35, glaube ich, heißt das, ne? Wir wollten eigentlich in die Düne 17 gehen, aber das war innen schon ziemlich voll und dann sah das so kneipig aus und dann wollte ich da irgendwie nicht hin. Dann wollten wir zum Friesenjungen wieder gehen, der hat heute Ruhetag, also sind wir dann wieder zur Bühne 35. Und ich hatte heute den Fischteller
Es war grandios. Es war fantastisch. Ich habe es nicht geschafft, denn Max hat es aufgegessen. Und was hattest du nochmal? Du hattest so ein seltsames Gericht. Weißpoulade. Poulade. Poulade. Hm? Ich habe keinen Schimmer, was es sein soll, aber irgendwas mit Pute wohl anscheinend. Hähnchen. Hähnchen. Okay. Es war gut, oder? Es war sehr gut. Es war sehr gut, okay. Also der Fisch ist dort auch ausgezeichnet. Oh Gott, wenn ihr den Hund gerade sehen könntet. Moment. Oh, er sieht aus wie ein Äffchen gerade. Er sieht echt aus wie ein Totenkopfäffchen. Die Bekannte, bei der wir waren wegen dem Fernsehen, die hatte auch einen kleinen Hund und die haben so getobt in der Wohnung, deswegen ist er richtig müde, er hat gerade im Restaurant schon gepennt. Genau, naja, dann kamen wir nach Hause, dann haben wir geduscht und jetzt sind wir hier und jetzt beantworten wir eine Frage. Und ich habe das erste Vlogmember-Video zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht hochgeladen, deswegen habe ich noch keine aktuellen Fragen. Aber ich habe noch eine alte von ein paar Monaten. Und zwar fragt finja.3110 in Instagram, wie seid ihr auf Wangerooge gekommen und warst du bisher auch auf anderen ostfriesischen Inseln? Also ich bin auf Wangerooge gekommen, weil ich von hier komme, weil mein Papa hier wohnt. Und nein, ich war noch auf keiner, lüge ich jetzt? Nein, ich glaube, ich war auf keiner anderen Insel bisher. Ich war auf Mellum, was jetzt nicht als klassische ostfriesische Insel zählt. Das ist eine Vogelinsel, eine unbewohnte Vogelinsel, da kann man Tagesausflüge hin machen, aber das ist auch schon 15 Jahre her wahrscheinlich. Und wenn es reicht, wahrscheinlich sogar noch länger. Müsste lügen, vielleicht war ich als kleines Kind mal auf Spiekeroog, aber ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, aber kann auch gut sein, dass ich das jetzt in meinen Gedanken zusammenspinne. Ja, ich war tatsächlich noch auf keiner anderen Insel. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mal auf einer anderen ostfriesischen Insel wart, welche euch gut gefallen hat und bei welcher ihr sagt, da muss ich unbedingt mal hin. Sind eigentlich alle autofrei? Ich glaube nicht, ne? Ja. Weil das stelle ich mir tatsächlich auch seltsam vor, eine Insel mit Autos. Weil Wangerooge ist autofrei, falls ihr das nicht wusstet. Es gibt keine Autos auf dieser Insel. Das ist für manche seltsam. Für mich wäre es seltsam, auf eine Insel zu gehen, die Autos hat. Aber naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, das ist die Geschichte dahinter. Der Max hat auch schon mal so angedeutet, so, ja, lass uns doch auch mal auf eine andere Insel gehen. Aber es ist halt einfach so, wenn ich aus Bayern hier hochfahre, dann besuche ich halt einfach meinen Papa. Wenn ich aus Franken hier hochfahre und meinen Papa besuche, dann fahre ich halt nicht auf eine andere Insel, sondern ich besuche halt meinen Papa, wenn ich schon hier bin. Deswegen gibt sich das irgendwie nie so richtig. Wir sind super müde. Wir haben heute eine Riesenradtour gemacht und Max ist ein bisschen erkältet. Ich bin gerade drüber. Deswegen, glaube ich, gehen wir heute auch wieder früh ins Bett. Von dem her wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Vlogmember-Video. Bis dann. Adios. Muah.